Herzlich willkommen. Wir synchronisieren heute Merida, den neuen Disney-Pixar-Film. Und ich habe eine große Freude dabei, weil diese Hauptdarstellerin mich ständig hier zum Lachen bringt. Und deswegen habe ich ein schönes Leben. Ja, mit dem Seufzer auch gleich, ne? Das ist sowieso alles sinnlos. Es ist sowieso alles sinnlos. Kannst du mal ganz kurz, ich muss dir mal was zeigen, guck mal her. Das ist mein Lieblingsstudio, mein Lieblings-Synchronstudio von allen auf der Welt, weil was es nämlich hier gibt, ist eine Ego-Taste. Kannst du die mal bitte kurz zeigen? Wenn man also mal so einen Tag hat, wo man jetzt nicht so richtig, ne, es nicht so richtig läuft, stimmungsmäßig, dann, Achtung, du kommst du so rein, so, oh Mann, nicht so richtig so, und dann drückst du die Ego-Taste und dann, ha! Ist geil, ich habe immer noch nicht genau verstanden, wofür die ist, aber ich finde es toll, ich will auch eine Ego-Taste zu Hause. Ich wette, er würde jetzt lieber Baumstämme werfen. Ich wette, er würde jetzt lieber Baumstämme werfen. Ich wette, er würde jetzt lieber Baumstämme werfen. Ruhig auch die Hand mitspielen. Ruhig die Hand mitspielen. Hast du auch recht, weil sieht man ja. Ich wette, er würde jetzt lieber Baumstämme werfen. Du. Super. Ey, ne? Oh, das ist attraktiv. Oh, das ist sehr attraktiv. Also, hast du die Ego-Taste gedrückt? Habe ich etwa die Ego-Taste? Hoppla. Oh, das ist sehr attraktiv. Oh, das ist sehr attraktiv. Oh, das ist sehr attraktiv. Ich bin Merida, erstgeborene Nachkommen von Clan Donbroch. Ich bin Merida, Erstgeborene vom Clan... Ach so, ein Erstgeborener. Ich bin Merida, erstgeborene Nachkommen vom Clan Dunbroch. Und ich schieße jetzt um meine eigene Hand. Super, noch selbstbewusster. Noch selbstbewusster. Okay, Ego-Taste. Dafür ist das. Ich bin Merida. Erstgeborene Nachkommen vom Clan Dunbroch. Und ich schieße jetzt um meine eigene Hand. Super. Wie gut hast du wieder aus? Ja, geil. Wusch! Ein Schwung und das Schwert zerbarst. Wusch! Ein Schwung und das Schwert zerbarst. Und dann schnapp! Wusch! Ein Schwung und das Schwert zerbarst. Und dann, schnapp! Vaters Bein war weggefuttert. Direkt in das Monsters Schlund verschwungen. Denn. Verschwungen. Das war dann auch Mann! Sehr schön. Ich bin Merida und ich kämpfe jetzt um meinen eigenen Take. Wusch! Ein Schwung und das Schwert zerbarst. Und dann, schnapp! Vaters Bein war weggefuttert. Wusch! Ein Schwung und das Schwert zerbarst. Und dann, schnapp! Vaters Bein war weggefuttert. Direkt in des Monsters Schlund verschwunden. Ha! Ha! Super! Ha! FSK 16, ich hab Angst. Sehr gut. Ich muss hier alles in so Strichmännchenfassung. Ich habe das selber für mich, die haben mir den Film gezeigt und dann musste ich das selber abmalen vom Kino, um das dann überhaupt hier synchronisieren zu können, aus Sicherheitsgründen. Aber dafür ist es ganz gut. Guck mal, das habe ich selber abgemalt. Kannst du das bitte kurz mal zeigen? Das ist nicht so schlecht. 116 und 117. Mhm. I'm starving. You hungry too, I guess? Ich bin am Verhungern. Hast du auch Hunger, Angus? Ja. Na gut, das heißt dann wohl ja. Super. Gut. So gar nicht so ungeil, ne? Guck mal, mit selber. Oh, ich bin am Hungern. Hast du auch Hunger, Angus? Okay. Das heißt dann wohl ja. Okay, ich muss schneller sein mit den Händen. Ich bin am Verhungern. Hast du auch Hunger, Angus? Na gut. Das heißt dann wohl ja.